Herzlich willkommen zusammen. Ja, das Thema ist heute Annäherung an Karl Popper und den kritischen Rationalismus. Eine Annäherung, schön vorsichtig. Kurz, wo gehört der kritische Rationalismus hin? Also einerseits ist er eine Form von der Wissenschaftstheorie von Karl Popper mitbegründet. Es ist eine wissenschaftliche Haltung. Und Karl Popper geht es im kritischen Rationalismus um ein neues Verständnis von Begriffen wie Wahrheit, Objektivität, Umgang mit Fehlern. Für Karl Popper ist es aber auch ein Bestandteil der Sozialphilosophie, also kritischer Rationalismus widmet sich auch den Themen Ethik oder Politik. Anlass war für mich das Buch von Karl Popper, Alle Menschen sind Philosophen, das ist einfach mal so eine Behauptung, die steht da so. In dem Buch hat er verschiedene Themen drin. Ein Thema ist zum Beispiel, er beschreibt die Vorsokratiker, wie sie ihr Denken entwickelt haben. Ein Beispiel, in unserer Erfahrung ist, die Welt ist flach, also eine Scheibe. Dann erklärt er, wie die Vorsokratiker darauf kamen, dass es doch eine Körpergestalt haben muss, ein Würfel, wie dann aus dem Würfel ein Zylinder wird, also immer mehr Richtung Kugel. Und diese Schritte verfolgt er sehr schön. In dem Buch geht es auch um Demokratie und Fragen der Macht zur Religion. Und dann ist auch eine Kurzzusammenfassung vom kritischen Rationalismus beziehungsweise dem kritisch-rationalen Dialog. Und der hat es mir eigentlich angetan. Da interessiert mich, wie ich es angesprochen, vor allem wegen dem Thema Ethik, weniger wegen der Wissenschaft, weil ethische Fragen habe ich zum Beispiel im Beruf sehr viel. Damit habe ich auch sehr viel zu tun. Ich arbeite in der Pflege und da gibt es oft Patientensituationen, Angehörige-Situationen, Arztsituationen, Pflege. Und da muss man häufig wie in einem gemeinsamen Prozess ethische Fragen ausarbeiten. Und da hat es sehr schöne, für mich sehr gute Leitlinien. Ja. Aufbau vom heutigen Abend ist ein praktisches Beispiel, was Karl Popper auch selbst verwendet hat zum Thema Wissenschaft. Das ist anhand eines Schwanenmodells, da komme ich gleich zu. Dann mache ich eben ein kleines Beispiel aus der Praxis, so von mir, wo das Thema Ethik eine Rolle spielt. Es gibt eine kurze Biografie. Zusammenfassend von Karl Popper, ein kurzes Hinweis auf seine Werke. Und dann habe ich das, was hier vom kritischen Rationalismus hier drin steht in dem Buch, habe ich für jeden zusammengefasst in einem Blatt Papier vor und kann jeder dann auch mitnehmen. Können wir dann auch noch zusammen durchgehen, ist zum Mitnehmen da. Ja, und dann könnte man auch überlegen, wenn wir das gelesen haben, ob das weiterführt, ob das für Alltagsfragen tauglich ist. Vielleicht gibt es eine Diskussion darüber. Genau. Das Schwanenbeispiel. Also jetzt ist, was Karl Popper neu in die wissenschaftliche Diskussion reinbringt, ist seine Untersuchung oder seine Erfahrung, dass unser wissenschaftliches Wissen auch ständig erneuert wird. Und er hat herausgefunden, dass Wissenschaft vor allem auf dem Weg auch der Induktion läuft. Induktion heißt, aus Erfahrung von einzelnen Fällen, die immer wieder vorkommen, schließt man auf ein großes Ganzes, auf ein gemeinsames Gesetz. Das heißt, aus der kleinen Erfahrung, die sich häufen, macht man eine große Theorie draus. Und da hat er das Beispiel des Schwans genannt. Wir kennen alle, jeder kennt Schwäne, Höckerschwan, ist klar. Bis zum ersten Lebensjahr sind sie noch grau, braun und ab dem ersten Lebensjahr dann sind sie weiß, jeder sieht sie. Und Karl Popper hat jetzt die Idee oder das Bild, das er vertritt, ist jetzt folgendes. Nehmen wir mal an, wir stehen alle an der Tür, schauen in diesen Raum rein und dieser Raum ist angefüllt mit diesen weißen Schwänen, also mit unserer eigenen Erfahrung von Schwanen, mit allen Schwanerfahrungen, die es gibt. Und letzten Endes stehen wir als einzelne Menschen immer wie an der Tür
und begegnen einzelnen Schwänen. Wir ziehen sie raus, sagen, der ist weiß und immer wieder weiß, immer wieder weiß. Und so kommen wir dann auf den Satz langsam zu der Behauptung, alle Schwäne sind weiß. Und das ist dieser Satz, wo Karl Popper wie eine Kritik hat. Wir machen aus einzelnen Erfahrungen einen allgemeingültigen Satz, einen absoluten Satz. Wir wissen also nichts von den vergangenen Schwänen. Es können auch noch zukünftig welche kommen, die eine Mutation haben. Vielleicht haben andere Menschen andere Schwäne gesehen. Aber aus häufigen Erfahrungen leiten wir einen allgemeingültigen Satz ab. Und das ist so eine Art Grundkritik, die ich bei ihm lese. Korrekt wäre es zu sagen, alle bisher vorgefundenen Schwäne unter den und den Bedingungen sind weiß. Karl Popper kritisiert in der Wissenschaft eben auch diese Verabsolutierungstendenzen, dass durch solche absoluten Sätze die Möglichkeit ausgeschlossen wird, dass irgendwann eine Änderung kommt. Und das sieht er eben am Beispiel von Schwan, das sieht er auch dann eben in der Art, wie wir mit Erkenntnissen umgehen. Lange Zeit ist die Erde als Scheibe voll akzeptiert, weil wir alle die Scheibenerfahrung machen. Und plötzlich kommen neue Erfahrungen hinzu, neues Denken hinzu und der Horizont wird weiter. Selbst bei solchen starken Erkenntnissen wie von Isaac Newton kommt irgendwann der Punkt, dass es einen Bruch gibt und es gibt eine neue Erkenntnis. Und dieser Umgang mit Fehlern oder dieser Umgang mit den Grenzen der Induktion, das ist etwas, was Karl Popper so am Herzen liegt, was dann in den kritischen Rationalismus einfließt. Genau. Das wäre das Schwanenbeispiel. Ein praktisches Beispiel aus der Ethik wäre für mich zum Beispiel, also ich habe am Unispital gearbeitet, auf der Herzchirurgie, und da gab es einen Patienten, der hat ein neues Herz bekommen. Er hatte gleichzeitig eine geschwächte Niere und er hatte eine Infektion im Körper. Das heißt, es kam an einem Tag der Nierenarzt, der Spezialist für die Niere, der Kardiologe und der Herzchirurg fürs Herz, der Infektiologe für die Infektion. Und jetzt hat zum Beispiel der Infektiologe aus seiner Sicht ein Antibiotika verschrieben gegen die Infektion. Am nächsten Tag kommt der Nephrologe, der Nierenarzt, und sagt, das ist viel zu hoch dosiert für diese Restniere. Und eine gute Kollegin von mir, die hat irgendwann buchstäblich so die Schnauze voll gehabt, wir haben dann den Eingang zum Patienten blockiert und haben gesagt, wir machen die nächste Visite erst, wenn alle Ärzte gleichzeitig hier sind, wenn wir ein gemeinsames Gespräch machen. Das heißt, auch hier, jeder hat seine Wahrheit, der Infektiologe, der Nephrologe, der Kardiologe, was immer, jeder hat aus seiner Sicht eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, und trotzdem beißen sich diese ganzen Wahrheiten und kommen nicht in den gemeinsamen Kontext. Und das ist so das, was ich bei Karl Popper als ethischen Anspruch eben sehe, dass alles, was wir wissen, nur ein Teil des Ganzen ist. Und das ist auch die Botschaft von Karl Popper jetzt vom ethischen Bereich her. Und wir hatten das dann versucht. Es hat eine Sitzung, hat mit allen Ärzten geklappt, aber sie haben sich dann gestritten, wer letzten Endes entscheidungsbefugt ist. Und wir konnten das nicht weiterführen. Das ist eine ganz praktische Erfahrung. Und an diesem Beispiel habe ich gemerkt, wie das wissenschaftlichen Disziplinen sehr schwer fällt, wo viel Fachwissen da ist, aber auch Ruhm, Geltungssucht und diese Dinge. Und Karl Popper, das hat mir dann gut getan, das zu lesen. So müsste es laufen. Ja, wenn Fragen sind, ruhig fragen. Ich mache einfach weiter. Sonst kurz Biografie von Karl Popper. Also Karl Popper ist 1902 geboren, ist 1994 gestorben bei Wien. Seine Eltern sind jüdischer Abstammung, aber sind protestantisch konvertiert. Und als Jugendlicher war er nach dem Ersten Weltkrieg kurze Zeit Kommunist
Und dann sieht er innerhalb des Kommunismus Kritikpunkte. Er machte eine Tischlerlehre, Abitur. Dann war er Lehrer an einer Hauptschule. Und dann hat er später Hayek, auch ein Philosoph, begleitet nach England und hat dann einen Lehrauftrag für Philosophie in Neuseeland für 9 Jahre bekommen. Ein Schlüsselerlebnis für Karl Popper war die Sonnenfinsternis 1990. Da hat Einstein die Theorie aufgestellt der Lichtablenkung durch Masse. Und bis dahin galt eben Newtons Gravitationsphysik als unumstößlich. Und Einstein bemerkt, Karl Popper bemerkt überall die Tendenz, eben Bestätigung und Sicherheit zu suchen. Auch in der Psychoanalyse, in der Physik. Also Freud hat aus seiner Psychotherapeutik auch einen Wissenschaftsanspruch gehabt. Und das war dem Sigmund Freud sehr wichtig. Aber da gab es auch Kritikpunkte, und da gibt es auch nach wie vor Kritikpunkte dran. Aber er findet diese Tendenz, eben diese etwas Fassbares, eine Wahrheit voll und ganz zu finden in ganz vielen Bereichen. Ausnahme war eben Einstein. Er hat seine These offen zur Disposition gestellt. Also Einstein hat, als er diese These entwickelt hat, der Lichtablenkung durch Masse, hat er den Anlass genommen, hat das nicht im Stillen vor sich her bearbeitet, wissenschaftlich oder Beweise gesucht, sondern hat diese These offen hingelegt und alle Wissenschaftler konnten sich daran beteiligen. War eine Offenlegung. Und im Fall einer Falsifikation, das ist jetzt ein wichtiges Wort bei Karl Popper, also verifizieren heißt etwas bestätigen und falsifizieren heißt einen Gegenbeweis, einen Umsturz der eigenen Theorie zulassen. Eben Einstein hat diese Falsifikationsmöglichkeit auch in Betracht genommen und hat gesagt, wenn das unrichtig ist, was er vermutet, dann muss er seine These eben fallen lassen. Und dieser offene Umgang von Einstein, der hat Karl Popper sehr beeindruckt. Insgeheim hatte er natürlich gehofft, dass es funktioniert, aber er hat das sehr in einem offenen Prozess gemacht. Also Einstein nimmt seine These zwar ernst, aber sich als Person nicht wichtig. Die Wichtigkeit liegt in der Erkenntnis und nicht in der Bestätigung der Person. Das ist so das. Das ist so die Kurzbiografie. Da gibt es von Karl Popper 2 Hauptwerke. Eins ist 1934 erschienen, das ist die Logik der Forschung. Da ging es eben Karl Popper um die Kritik an der Induktion, um diese neuen Impulse zum Thema Wahrheit, Falsifikation. Und 1944, 1945 gab es das Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Da geht Karl Popper eben von der Dogmatik-Tendenz in der Wissenschaft, sieht er dann eben auch in der Politik und in den Utopien der Politik am Werk. Er kritisiert alle Utopien oder Ansätze, die so eine Art Erlösungsversprechen haben. Er kritisiert auch die politischen Konsequenzen bei Marx, bei Hegel, auch bei Platon und auch den Nationalsozialismus. Und das Buch ist dann ist sozusagen eine Kampfansage an abgeschlossene Weltbilder und Gesellschaftsformen. Das sind die beiden wichtigsten Bücher, die Logik der Forschung und die offene Gesellschaft und ihre Feinde von Karl Popper. Genau. Dann weiterschauen. Genau. Damit kommen wir eigentlich schon zu den Prinzipien. Also kann jeder sich analysieren, schießt das mal durch. Ja, wir können es mal einfach zusammen durchgehen. Also die Hauptprinzipien sind die drei obersten, die beschrieben sind, eben die Fehlbarkeit. Schön finde ich, vielleicht habe ich Unrecht und du Recht. Wir können auch beide Unrecht haben. Und jetzt kommt ein sehr schöner Satz, der mir wirklich gut gefällt. Wenn ich meine Position verteidige, dann nicht, um Recht zu behalten, sondern um zu sehen,
wo meine Aussage, These oder Meinung Schwächen hat. Also Karl Popper ist nicht dafür, dass man einfach seine Thesen aufgibt, sondern er sucht auch das Positive vom Streit. Also er ist interessiert daran, für seine Position auch einzustehen, aber eben immer mit dem Fokus, dass es einen wichtigen Punkt von außen geben könnte, der den Schatten der eigenen Seite aufzeigen kann. Und du darfst und sollst mich in diesem Sinne kritisieren und herausfordern, wenn du mir das gleiche Recht einräumst. Das ist so Fehlbarkeit. Ja, dann Vernunft. Versuchen wir möglichst unpersönlich unsere Gründe für oder wider eine unserer Theorien abzuwägen, stellen wir den Erkenntnisgewinn vor die Interessen der eigenen Person. Da habe ich mir gedacht, ich stelle eigentlich am Tag etliche Thesen auf. Also selbst wenn ich jemandem begegne, wie der aussieht, was der denkt und fühlt, wie der auf mich wirkt, eigentlich entwickle ich ja sofort eine Art These, einen Eindruck, eine Meinung, ein Urteil. Und wenn man das wirklich mal so konsequent zu Ende denkt, wie müsste man einem Gegenüber eigentlich buchstäblich forschen, um dem, was wirklich ist, nahe zu kommen? Also unsere Vorurteile sind schnell da, unsere Urteile sind schnell da, mein eigenes auch. Und ein sehr hoher Anspruch. Ist jetzt mehr so vom Verhalten her, von der Ethik. Und dann gibt es den dritten Punkt, ist die Annäherung an die Wahrheit. Karl Popper ist es wichtig, dass man, er beschreibt das immer als einen Annäherungsprozess an die Wahrheit. Und er sagt eben, wir müssen uns auch nicht einig werden. Das ist auch so ein Punkt von ihm. Wenn Thesen gegenüberstehen, beide haben irgendwo einen wichtigen Anteil. Und das spürt man ja häufig auch in dem Dialog oder in einem Streitgespräch. Die Einigkeit ist nicht unbedingt zwingend. Dann ist das Erlebnis dessen, dass zwei unterschiedliche Positionen eine Wahrheit beeinflussen. Diese Erkenntnis ist wichtiger als die Einigung an sich. Das muss man dann einfach so stehen lassen. Das ist bei Popper auch wichtig. Ja, und jetzt, wie gesagt, Wissenschaftsanteil oder ethischer Anteil für Karl Popper sind diese Prinzipien eben ethisch und so gleich erkenntnistheoretische Prinzipien. Es braucht dazu Duldsamkeit und Toleranz. Und potenziell sind alle Meinungen gleichberechtigt und diskussionswürdig. Wir können von solchen Diskussionen viel lernen, auch wenn sie nicht zu einer Einigung führt. Vor allen Dingen kann das Gespräch uns lehren, eigene Schwächen in unserer Position zu verstehen. Genau. Und dann beschreibt das in dem Buch noch ein bisschen mehr. In dem Kasten unten drin ist es ein bisschen plakativ, aber es zeigt auch, um was es geht. Er hat da so eine alte Sichtweise und eine neue Sichtweise so ein bisschen gegenübergestellt. Das alte Ideal ist eben, Wahrheit und Sicherheit zu besitzen. Wichtig ist dann eben, Beweise anzuführen, auch die Idee der Autorität. Also eben, jemand beruft sich auf Isaac Newton, weil das so ein großer Mann war und der muss es ja gewusst haben. Also, der ist dann die sichere Quelle. Karl Popper geht es auch immer darum, Autoritäten immer zu untersuchen. Wichtig im alten Ideal ist eben auch, die These muss so gebaut sein, dass sie gegen Kritik immun ist, dass sie nicht angefochten werden kann. Die Autorität muss geschützt werden, Fehler sind eher unerlaubt und peinlich oder sogar katastrophal. Und deshalb sieht Karl Popper oft die Tendenz in der Vertuschung oder in der dogmatischen Gerinnung. Und eben die Aufforderung an denjenigen ist, dass man eine Autorität sein muss und dass man alles wissen muss. Und sein Ideal dem gegenüber ist wesentlich dehnbarer, flexibler, eben mit dem Eingeständnis, unser Wissen ist Vermutung und vorläufig. Wissen geht über das hinaus, was ein einzelner Mensch leisten kann, also
auch hier eben wie in dem Beispiel mit dem Patienten, das einzelne Wissen viel, aber die gesamte Wahrheit ist noch ein Stück drüber. Fehler meiden ist wichtig, aber wir müssen Fehler immer integrieren. Sie treten immer wieder auf. Bewusst sollten wir nach Fehlern suchen. Und wir müssen Fehler neu bewerten, unsere Einstellung zu ihnen ändern. Das ist bei Karl Popper auch ein ganz wichtiger Punkt. Fehler nicht mehr als Peinlichkeit zu betrachten, sondern als große Möglichkeit des Lernens. Also jeder Fehler oder jede These, die sich als falsch erweist, ist ein Schritt weiter zur Wahrheit oder zur Wirklichkeit. Aus dem Fehler lernen heißt sie annehmen, und wir brauchen andere, die uns unsere Fehler aufzeigen. Selbstkritik gehört dazu. Und rationale Kritik muss immer spezifisch sein. Sie muss begründen, warum eine Annahme ungültig, falsch oder ungenau ist. Genau, in diesem Sinne muss die Kritik unpersönlich sein. Genau. Kleine Pause zum Setzen lassen. Wo steht die Gruppe? Das ist vielleicht nicht einfach eine Generationsfrage. Wir hatten Marx und Freud, die Religionen, wissenschaftliche Religionen begründen, und irgendwann wäre es, sage ich, selbstverständlich, dass man sagt, es gibt keine Päpste mehr. War das ein Grundkenntnis von Popper, oder war das einfach Teil einer Art von neuer Generation? Und so, ja. Also, so viel ich weiß, war Karl Popper eigentlich am Anfang der erste und einzige, also eben, merkwürdigerweise hat eben Albert Einstein aus seiner Haltung nie so publik gemacht. Also die Haltung von Albert Einstein, seine These offen auf den Tisch zu legen und andere darüber befinden zu lassen, das war ein neuer Schritt, aber so viel ich weiß, hat Einstein daraus keine Philosophie abgeleitet. Das hat Karl Popper aufgegriffen. Mhm. Und im deutschsprachigen Raum ist es dann später Hans Albert gewesen, der Popper Schüler war. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, inwieweit Karl Popper von anderen wirklich übernommen wurde. So wie ich das aus der Biografie rausgelesen habe, war er wirklich erstmal eine Art Einzelkämpfer, der das gemacht hat. Und viele, die seine Bücher dann gelesen haben, haben das dem sehr zugestimmt. Aber es gab nicht wirklich eine Bewegung. So habe ich das jedenfalls nicht. Es ist ein, ja, wie Tautropfen. Hier und da ist was hineingefallen in die Gesellschaft, aber es gab wie keine Bewegung. Ist das die Frage? Wann war das? Also das war nach dem Ersten Weltkrieg. Also schon bereits, und ist jetzt so gesellschaftlich schon noch, eigentlich genau, fast ein bisschen, ja, jetzt kann man es annehmen, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel weiter. Ja, noch nicht alle. Ja. Es gibt verschiedene, ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Zum Beispiel, was wir im Krankenhaus haben, ist der sogenannte CIRS-Fall. Also das ist eine Abkürzung. Im Krankenhaus gibt es jetzt, ich arbeite in der Pflege, und es gibt eine Stelle im Krankenhaus, wo ich anonym Fehler, die mir selber unterlaufen, oder Fehler, die ich irgendwo sehe, die kann ich anonym auf eine Datenbank geben. Und dann gibt es ein System, was mir Rückfragen macht. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir an, zwei Ampullen sehen immer gleich aus mit einem Medikament, oder ich kommt, und dann kommen neben mir noch viele andere, habe zwei Ampullen verwechselt. Wenn das jetzt ein Einzelfall ist, dann kommt die Rückfrage an mich: Warst du konzentriert genug? Hattest du Stress? Was hat dich von der Konzentration abgelenkt? Wenn aber jetzt zum Beispiel sehr von vielen Mitarbeitern dieser Hinweis kommt, dann schaut sich das Spital diese beiden Ampullen an. Und dann wird zum Beispiel eine Umetikettierung gemacht, farblich. Dann wird wie klar gemacht, dass es
dann wird geschaut, was es ist. Also hier sehe ich zum Beispiel eine Form von Umgang mit Fehlern, einen Schritt offener. Früher war das eher eine Katastrophe. Also in allen Bereichen, wo es mit Menschen zu tun hat, technische Fehler, die passieren, ist ein sehr konkreter Bereich. Oder ich denke zum Beispiel auch an die, ja, an die Flugzeugunglücksanalyse. Ich denke, das ist auch etwas, wo bewusst nach Fehlern gesucht wird. Ob das nur mit Karl Popper zusammenhängt oder auch mit Finanzfragen und allem, das ist noch dahingestellt. Aber ich denke, es gibt Bereiche, wo der Umgang mit Fehlern schon auch konkreter wird. Nein, aber ein Wunder, was du da findest. Ja, genau. Bitte? Er hat mich vorhin so verwundert angeschaut oder war nicht ganz einverstanden. Ja, du hast ja gesagt, ist das eine Erkenntnis heute? Und ist das etwas, wo Gültigkeit hat und wo in der Gesellschaft akzeptiert ist? Ich würde schon zwei Sachen sagen, wieder nicht Dreifuß. Der Popper sagt, es gibt eine objektive Wahrheit, aber wir können die nicht erkennen. Wir wissen nie, sind wir an dieser Wahrheit oder nicht. Weil wir Subjekt sind. Weil wir Subjekt sind. Genau. Und auch wenn wir ein Haufen sind. Also wir können nur so forschen und machen, selbst wenn wir sie haben, die objektive Wahrheit, wir können nicht sicher sein, dass sie ist. Da müssen wir immer weiter. Da müssen wir immer weiter machen. Und damit gibt es Gewissheit gibt es eigentlich nicht. Das existiert nicht. Okay. Jetzt sagt er, und dann sagt er noch etwas zu deiner Bemerkung, Historizität ist für ein ganz wichtiges Thema jetzt aus dem Schluss heraus, dass es objektive Wahrheit so gibt, aber wir die gerne können erkennen. Er sagt, es gibt nicht aus der Geschichte heraus etwas, wo man ableiten kann und nachher in Zukunft sagen, es wird jetzt so. Sondern Geschichte ist Vergangenheit. Und wir mit der Gegenwart haben ja Geschichte abgeschlossen. Was jetzt kommt, das wissen wir nicht, weil wir ja so viele Möglichkeiten da sind, so viele Optionen da sind, dass es halt anders rauskommt, als wir denken. Das war die Kritik an Hegel zum Beispiel. Hegel an Marx und an Hegel, ja. Und an den, also an Marx, durch Marx erwähnt. Das ist Kritik an Marx. Alle die sagen, oder alle Propheten, alle die sagen, das wird kommen, sagen ja, das stimmt nicht. Das ist dumm, weil wir wissen es nicht. Wir sind so viele Optionen da, wo das alles verändern kann, dass wir das nicht wissen. Jetzt habe ich bei dir so gesagt, weil die Erkenntnis, dass wir eigentlich nicht können, etwas in Zukunft projizieren oder eine Prophetie machen, die ist nicht allgemein anerkannt, glaube ich. Wir leben ja ganz viel von Leuten, und wir tun die hochschätzen, wo wir können prophezeien, das passiert, wenn es passiert und dann wird es so kommen. Also der Börse ist es typisch. Ich habe allerdings gar nicht das so gemeint, sondern eigentlich die flexible Weltsicht. Genau. Also dass es jedenfalls bei mir so langsam dämmert. Dass das nicht, also meine Sokrates hat das schon lange gesagt, je mehr ich weiß ich, dass ich nichts weiß. Also, dass man einfach nicht davon ausgeht, man weiß es jemals. Aber wenn du jetzt schaust. Und das ist natürlich auch im Gespräch, also dann höre ich einfach mal einem anderen zu. Ich muss ja nicht recht haben, sondern es ist ja vielleicht spannend, was du sagst, oder? Das ist ja die Idee von Popper. Da würde ich einfach aussetzen, dass du akzeptierst, oder ich akzeptiere, dass deine Meinung besser ist oder deine... Oder wenigstens einen Wert hat oder irgendeine Bedeutung. Also ich habe ja gerade den sogenannten Zirs-Fall genannt, das Beispiel mit den beiden Ampullen. Also da ist zum Beispiel für mich etwas fassbar, jetzt im Krankenhaus, auf meinem Berufsfeld, wo ich sage, okay, da wird ein Fehler irgendwie versucht, produktiv umzugehen. Ob das im Sinne von Popper ist, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest die Idee... mit Fehlern. Aber auf der anderen Seite, ich habe es eben als Beispiel gesagt, wo du noch nicht da warst, wie viele Arztbesprechungen laufen darauf aus, dass sie sich nur streiten, wer Entscheidungsbefugnis hat. Und die objektiv vorhandenen Themen, also mit Infektiologe, Nierenfunktion,
die finden, die haben gar keine Bedeutung, sondern es geht wirklich um eine Hackordnung, wo ganz viel altes Material im Rechthaberei, Persönlichkeitskult fast eine Rolle spielt. Also das ist beides vorhanden. Aber hast du nicht das Gefühl, also auch in der Medizin, also mein Bruder ist Arzt, also jetzt pensioniert, aber also vor 30 Jahren habe ich quasi nicht können mit ihm reden, weil er hat irgendwie einfach Recht gehabt in seinem Bereich, oder? Genau. Und hat nichts anderes wollen hören. Genau. Und das hat sich jetzt auch im persönlichen Kontakt, aber jetzt zum Beispiel auch in meinem Hausarzt, für mich, in meiner Objektivität, oder Subjektivität besser gesagt, hat sich drastisch geändert. Ja. Also auch wenn wir die einzelnen Wissenschaften anschauen, da besteht auch eher die Tendenz, dass wir übergreifend Sachen anschauen, oder? Ja. Also es ist aber schon immer noch so, dass jeder eigentlich für sich schafft und ihre Weise verfolgt. Also das ist erst ein ja, ich denke auch, die einzelnen Disziplinen können immer mehr machen. Dann kommen die Disziplinen auch an ihre Grenzen. Also wenn eben jemand, und sie werden irgendwie jetzt in dem Fall von dem Patienten, den ich jetzt gesagt habe, die kommen irgendwann unter den Zugzwang, eigentlich die nächsten Schritte nur gemeinsam machen zu können. Ja, das ist ja eigentlich noch erstaunlich, weil ich habe jetzt gerade letzte über Physik, also Astrophysik, irgendeine so eine Sendung gesehen, oder? Und dort ist es einfach klar. Also quasi heutzutage jedes Mal, ich habe im Grunde noch keine Ahnung. Genau. Wir nehmen jetzt einmal an, aber da fehlt noch irgendetwas ganz Grundsätzliches. Genau. Und wenn sich das jeden ein bisschen mal zu Gemüt führt, sind ja helle Köpfe, oder? Also mitunter vielleicht von den hellsten Köpfen, die es überhaupt gibt, in dem Sinne, intellektuell-mässig. Dann nachher kämen wir effektiv auf den Punkt, wo man einfach auch muss sagen, ja gut, ich nehme so und so viel wahr und so viel aber auch nicht. Also wahrscheinlich die Mehrheit oder der grösste Teil nehme ich gar nicht wahr. Der Popper kritisiert ja auch ganz massiv so Autoritäten. Der sagt, glaubt nicht, also Autoritäten, und hängt nicht an denen. Weil genau in dem Beispiel, da kommen drei Autoritäten, genau. Und die widersprechen sich, weil keine Autorität hat alles Wissen, hat genau. Nicht einfach eine Zeit. Also, was man ja ganz fest fordert, ist intellektuelle Bescheidenheit. Von der intellektuellen Bescheidenheit, nämlich zuzugeben, ich weiß zwar immer ein Thema, genau. Viel, aber noch lange nicht alles. Und von vielen Sachen weiß ich nicht. Und die Erkenntnis, das ist das, was er ja kritisiert, dass man sagt, da hängt man an einem Autor, oder an einem Guru oder so an einer Autorität. Ist das mit der Historizität, ist das eigentlich so, dass es nicht einfach einen Aufbau gibt, wo man immer mehr Erkenntnis hat, quasi auf der gleichen Schiene, sondern dass da mal ein Warnet rauskommt und da und da. Also und irgendwann gibt es dann wieder etwas Neues daraus. Also das ist interessiert, das ist ein Mist. Oder da sagt man jetzt, beim Lernen ist es ganz stark so. Ja. Früher hat man gesagt, aufbauen, das und das und das, wie eine Mauer, oder ein machst du auf der anderen. Und jetzt sagt man, ja, da machst du genau. Plötzlich gibt es etwas. Also es erinnert mich an das. Mit seiner Kritik an der dass man könnte aus der Geschichte heraus extrapolieren, ist ja, dass er sagt, es gibt nicht irgendeinen Plan in dieser Welt. Es gibt nicht etwas, wo aus der Erfahrung kann man ja nicht. Ja, aber man kann aus der Erfahrung nicht sagen, was kommt. Man kann, die Erfahrung kann man nutzen, um etwas zu verhindern, dass ich jetzt sage, wir müssen dann da machen, dass es keinen Krieg gibt oder so. Aber ich kann nicht in Zukunft projizieren, was kommt. Das sind so viele Optionen und es ist kein Ziel da und kein Plan da. Das, von dem geht der noch aus. Ja, und weißt du, es kommt ja darauf an, wie der Einzelne. Oder für mich ist zum Beispiel eine Lösung richtig,
für dich eine ganz andere. Oder auch in der Schule, das habe ich eigentlich an der Schule bemängelt, dass man einfach gesagt hat, so und so wird es gemacht. Es hat Sachen, die wirklich wichtig sind, habe ich gefunden. Beispielsweise versuchen, die Finger mal so einzusetzen, dass jeder Finger kannst brauchen, nach Möglichkeit, nach den Fähigkeiten vom Finger. Beispielsweise beim Schreiben, dass du kannst schön schreiben. Heute, wenn du gehst schauen, kannst du mir mal schnell den Fuckelschreiber geben. Letztes Jahr habe ich eine gesehen, eine Frau Doktor, die hat so geschrieben. Ja, wie kann ein Mensch so schreiben? Sie haben es aber können, oder? Ja. Aber ist das Bild nicht so gesehen, könnte man sich das normal. Falsch ist nicht. Spielt das keine Rolle. Falsch ist, ob es du kannst. Was ist am Schluss? Der Bild hat kein Lesen, das ist nicht einmal lesen gekriegt. Die Frage ist, ob es sie kann lesen. Am Schluss, oder? Aber eben, und es gibt keine richtige Wahrheit. Es ist. Oder? Also mal, es gibt einmal eine Wahrheit, wenn ich gestorben bin, bin ich tot, oder? Das ist eine Wahrheit, die man muss akzeptieren muss. Und wenn ich auf die Welt gekommen bin, das ist auch eine Wahrheit, dass das stimmt. Aber zwischendrin, alles was zwischendrin liegt, ist doch eigentlich nicht bestimmt, oder? Das ist, es gibt überall immer neue Wege. Einmal kann man dort durch, einmal kann man dort durch. Und am Schluss gibt es halt einfach ein Gutes oder ein Wettbewerb, wo man geht, oder? Wobei dort, also mit dem Schicksalshaften, oder? Das ist natürlich eine heikle Frage. Und mit dem Voraussagen. Also gewisse Sachen finden schon eher statt als andere. Obwohl, dass jede Freiheit im Grunde genommen da ist. Das widerspricht der Papa nicht. Der sagt einfach, es ist keine Gewissheit da. Und das ist so, ja. Es kann eintreten oder es kann auch ganz anders sein. Das ist so. Darum dürfen wir solche Gurus und Propheten nicht glauben. Okay. Die haben am Schluss den Einfluss, dass es wirklich so kommt. Ja, das ist dann einfach quasi Manipulation. Da hast du dann einfach eine Wirkung als Mensch in dem, dass die anderen glauben, genau. Was du machst. In dem Sinne ist es ja, dass man alles kritisch hinterfragt und kritisch anschaut. Das ist vernünftig. Also Philosophie. So wie ich es verstanden habe, zum Beispiel von Karl Marx die Analyse, wie Ausbeutung und Kapital, wie das funktioniert. Also diese. Also so wie ich es verstanden habe, ist es ja bei Marx fast ein deduktiver Ansatz, also nicht eine Einzelerfahrung, sondern er hat das in allen Ländern gesehen, wie der Kapitalismus funktioniert. Also ein eher deduktiver Ansatz und hat das wie analysiert. Das ist eigentlich schon eine ganz tolle Geschichte, wie er das aufgeschlüsselt hat, nur die politischen Konsequenzen draus. Also dann eben eine Prophetie. Nach vorne. Das ist das Problem. Also nicht, dass wir jetzt schon durch sind, aber er hat ja dann an sich gesagt, dass es allen schlechter geht. Und das stimmt so nicht. Es geht einigen schlechter, aber. Er sagt ja, das ist, alles ist Klassenkampf, Kapitalisten gegen die Arbeiter. Und weil es so viel mehr Arbeiter gibt, wird das Proletariat obsiegen. Es wird nachher am Schluss nur noch das Proletariat geben. Das ist völlig logisch, der Punkt so. Und damit gibt es nur noch eine klassenlose Gesellschaft. Wenn es nur noch eine Klasse gibt, dann ist es klassenlos. Ja, das wird auch nicht. Ja, du, da haben sie auch wieder genügend Beweise, dass sie die sogenannten Proletarier aufs Mal von uns gewechselt haben. Der Papa sagt jetzt komplett falsch. Ja. Oder? Erstens hat das Kapital falsch verstanden, also falsch interpretiert. Zweitens geht es der Arbeiterklasse viel besser, wieder, dass er das je angenommen hat. Genau. Ja. Aber ich finde das schon, also eben, dass man das sieht und dass man es relativiert, der hat auch in vielen Sachen recht gehabt. Genau. Aber auch. Eben. Es ist nicht der gute Prophet. Wenn man die Geschichte anschaut und kritisch in der Frage und sagen, was ist passiert, da kann man besser machen. Und es ist nicht, das ist klar. Aber es ist nicht so, dass es einen Faden gibt, wo die Geschichte so alles determiniert ist. Dass wir irgendwo auf einem Weg sind,
wo wir gerne können beeinflussen können, sondern wir sind auf einer Straße. Ja, da also, ist es auch schwierig, wenn du sagst, was können wir besser machen, dann gehst du ja auch davon aus, von etwas, wo du ausgehst und wo du verändern willst, ja. Nicht zukommt. Dann mit dem einverstanden. Aber ich sage ja, wenn ich jetzt etwas verändere, dann kann ich etwas bewirken in Zukunft. Aber ich weiß nicht. Was kann ich sagen? Das ist jetzt wirklich. Also Karl Popper, wie gesagt, das Analytische von Karl Marx hat ihn ja angezogen. Deswegen war er Kommunist. Also in der einen Biografie von ihm beschreibt er dann die Auseinandersetzung, die er dann allmählich mit seinen kommunistischen Kollegen bekommt, wo eben kein Fragen, Autoritätshörigkeit, blindes Hinterherlaufen, es keine Erlaubnis für Fragen stellen, den Kurs vielleicht doch nochmal umändern, auch wenn er bisher richtig schien, werden keine Fragen zugelassen, im Grunde wie in die Kirche. Wir hauen durch. Das ist die Kritik. Also zu jedem Zeitpunkt Standortbestimmung. Wo gehen wir hin? Aber eben, das ist ja doch auch etwas, wo man feststellt, dass einfach irgendwann einmal kann das kippen und dann wird es zu einer Religion, genau. Oder dann wird es zu einer Ideologie und nachher ist es einfach so und eben, dann werden die, die dann anderer Meinung sind, verfolgt. Und genau. Das ist also der interessante am Kopf. Popper hat mit der gleichen Klatsche die Fliege vom Freudianismus und Marxismus vom Tisch gefegt. Mit dem gleichen Ansatz. Oder das waren beide so pseudowissenschaftliche Religionen am Ende. Mit einem Hang zu Chiasmus oder die Wunschvorstellungen vom Insight und so weiter. Ja. Das ist, ja, wenn man halt unter Druck steht, um Leute rekrutieren, dann muss man irgendeinen Schuss rauslassen. Ja, und dieser Erfolgsdruck, ne? Jeder Weg, der so vorgezeichnet ist, profitiert sich seinen eigenen Erfolgsdruck. Der will ja bestätigt werden. Okay. Und dann wird auf Kosten von Annäherung an Wahrheit wird dieser Weg durchgefräst. Genau. Und nicht mehr auf was gehört, Einwand, Halt, Stopp, das ist der Kritikpunkt. Nicht die Idee als solche, der Versuch ist das Problem, sondern wie man das macht. Weißt du, jetzt kommt für mich eine Schwierigkeit mit dem Popper-Sinner Philosophie. Wenn du immer sagst, man muss los auf die anderen, es gibt Argumente, wie bin ich an der Wahrheit? Wenn stehst du denn einmal für eine Meinung ein? Ja, genau. Weißt du, wenn sagst du, entstand ich für das ein? Doch, der hat klare Grenze der Toleranz gesagt, oder? Die Toleranz geht nur so weit, bis es Intoleranz begegnet. Ja? Er hat ja miterlebt, wie die Weimarer Republik von den Nazis unterwandert wurde. Ja? Und er hat gesagt, dann Toleranz muss sich gegen Intoleranz bewähren können. Das heißt, egal was ihr da glaubt, es gibt ein Gesetz. Ja? Und das ist die Ende der Toleranz. Ja. Das ist eigentlich ein Fehler, den wir in den westlichen Demokratien gesehen haben, mit der Integration von intoleranten Minderheiten. Mhm. Ja? Wie die Islamisten seit den 70er Jahren, 60er Jahren in Großbritannien. Ja? Das waren Gemeinden aufgebaut, die nicht integrationswillig waren. Die haben das Integration abgelehnt und die entwickelten Parallelwelten. Ja, man hat sich meistens vertragen. Ja, vor allem die erste Generation hat sich eher angepasst. Ja. Die zweite Generation hat aber die gegenseitige Toleranz völlig verworfen und ging dann Richtung ISIS oder so. Also Popper sagte, das Grenze ist dort, wo das Gesetz ist. Ja. Also darf ich an dieser Stelle eine kurze Werbung einschalten? Ja, weil wir haben von der Freidenker Winterthurhaus eine Veranstaltung am 27. Mai mit Michael Schmid-Salomon genau zu dem Thema. Es heisst Grenzen der Toleranz, wofür es sich zu streiten lohnt. Das ist genau das, oder?
Also, ja, das ist schon wieder jetzt ein total aktuelles Thema. In der Kaserne, im Gesangssaal von der Kaserne. Also, da und alle Kaserne. Ja. Also, wir werden sicher noch mal informiert werden, aber es hat jetzt gerade so schön gepasst. Eigentlich zu dir, ich habe das Problem, wenn du immer tolerant bist. Erstens einmal, wo fängt die Intoleranz an? Mhm. Und zweitens, wenn du Toleranz bist und überall so viele Meinungen da sind, dann passiert nichts. Dann akzeptiert, sagt ihr halt die Meinung, aber ihr habt halt eine andere, da passiert nichts. Habe ich jetzt ein bisschen befürchtet. Man kann das schwarz bei einer anderen Meinung, aber irgendwann muss man ja sagen, ich entschließe mich jetzt für den Weg. Ja, ja. Also, ich finde das schon ein bisschen problematisch. Also sonst ist es heute so und morgen anders und dann ist das... Es gibt einen griffigen Satz von Karl Popper, den finde ich auch ganz gut, das ist so eine Art Grundgesetz. Lasst Thesen sterben, nicht Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei ihm. Ne? Sobald es dann Richtung Menschensterben geht, ist es vorbei. Dann ist die Intoleranz erreicht. Ne? Also, das kannst du ja jetzt in der Politik zum Beispiel sagen. Ich finde es wie gut. Du hast total eine andere Meinung, aber es ist auch okay. Dann kannst du politisch nichts mehr bewirken, wenn du nicht sagst, mal, also das finde ich jetzt richtig, aus diesen und diesen Gründen. Oder? Dann gibt es irgendwie keinen. Es gibt auch Kritik an Popper. Es gibt keinen Widerspruch auch mehr. Und seine These stimmt natürlich für wissenschaftliche Thesen. Genau. Ja. Für Naturwissenschaftler, das wüsste ich sagen, irgendwie kann man sagen, das stimmt und da habe ich Beweis, dass das falsch ist. Das kann man falsifizieren. Eine politische Meinung falsifizieren. Ja. Ganz kurz nur, also. Im Nachhinein. Es gibt auf der letzten Seite von dem Blatt Kritikpunkte an Popper, am kritischen Rationalismus. Da bin ich mal querbeet gegangen. Das ist jetzt nicht aus dem Buch. Da bin ich mal ins Netz gegangen und habe die Aussagen mal gerafft, also eben auch Kritikpunkte am kritischen Rationalismus. Er ist zwar, hat eine gewisse Schönheit, aber er ist häufig unkonkret. Das ist so ein Ding, was immer wieder kommt als Kritik. Könnt ihr mal irgendwann mal durchlesen. Es gibt auch Kritik. Oder zum Beispiel Karl Popper hat in den 80ern den Neoliberalismus von Thatcher und Reagan nicht aktiv genug bekämpft. Ist auch ein Kritikpunkt an ihm. Also das gehört mit dazu, Kritikpunkte. Auf der vorletzten Seite, auf der zweiten Seite steht noch Beispiele zum alten Ideal. Er ist 1985 gestorben, bei 90 Jahren. 94. Ja. Also der Popper. Popper, ja. 1994. Okay. Ah, 1994. Okay, ja. Also, er war ziemlich alt zu dieser Zeit. Er hat sich schon recht ein bisschen zurückgezogen. Ja, ja. Aber von einer Autorität erwartet man viel. Ja, eben, das richtet sich vor allem um Vordenken und Meinungsmacher, die Leute, oder den Anspruch eigentlich. Ja. Ja, und das ist natürlich je nach Lebenssituation ist es halt anders. Unter Philosophen, da kannst du ja gut mal ein bisschen philosophieren, aber jetzt mir vorstellen, in Syrien unter der ISIS, dann musst du halt vielleicht irgendwie mal das Bier führen. Ich weiß doch auch nicht. Keine Ahnung, oder? Der Popper sagt ja, jemand, der kriegerisch ist, den darf man nicht Pazifismus gegenüberstellen. Ja, dann hat man den Fehler gemacht, in den Hitler gegenüber das Gefühl gegeben, sie wollen nicht kriegen. Sie wollen nicht in Krieg eintreten. Das hat der Hitler animiert dazu, völlig ausgewitzelt. Und er sagt auch, irgendwo in seinen politischen Schriften sagt er, irgendwann muss man halt Gewalt anwenden. Und irgendwann muss man halt gegen ein Aggressor, wo man halt Krieg führt. Wie alle sind. Ja, weil man keine andere Möglichkeit mehr sieht. Vielleicht gibt es ja, aber man weiß es nicht. Ich finde jetzt da den Krieg in Syrien nicht optimal. Oder?
Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Also irgendwo kannst du nicht einfach laufen. Wir müssen es ganz anders anpacken. Wir müssen keine Waffen mehr liefern. Ja. Wir müssen es auf Ja, genau. Und wenn die Amerikaner nicht liefern, dann liefern die Russen, oder? Ja. Dann machen sie es gut. Tja. Um solche Waffen nach dem neuen System auch auszuprobieren, oder? Das ist... Aber ist nicht die jetzige Situation in der Schweiz, wenn man die politische Entwicklung anschaut, wenn man die Mechanismen anschaut, wir haben heute gesagt, es gibt keine Arbeiter mehr, es gibt keine Bürzer mehr. Genau, wie wir hier oben. Aber ich denke, wenn man das nicht wie die Wahrheit entsteht, dann gibt es einen Rat, wo 78,3% von allen Mördern sind Ausländer. Also, das steht in der Inserat? Ja. Es sind vier Gruppen von Statistiken, die alle so im Dreiviertelbereich sind, die uns heute beweisen. Das ganze Ausländerpack ist kriminell, um die Wortwahl zu nehmen. Und man muss mal überlegen. Scherz, aber wenn man Statistik frisieren tut, also zwischen den 78% hat es solche, die hier kriminell sind und dann der andere, die hier kriminell sind. Die 78% sind das alles ausschließlich brutale Mörder? Oder sind das auch ein Haufen brutale Mörder und ein Haufen relativ einfache Tötungen? Ja, an der Arena haben sie die Diskussion gehabt, der Ausschaffungsinitiative. Und dort ist noch herausgekommen, 78% von allen Gefangenen sind Ausländer. Nicht von allen Leuten, natürlich, von den Gefangenen. Und von diesen 78% sind 19% solche, die hier eine Aufenthaltsbewilligung haben. Und alle anderen haben keine Aufenthaltsbewilligung da. Sondern das sind Kriminaltouristen. Nein, das ist also... Also, du sagst nachher, 78%, die wir alle ausschaffen, die ist natürlich falsch. Weil, ja. Weil 80% von den 78% dürfen schon von vornherein gerne nicht da sein, gerne die Aufenthaltsbewilligung. Ich denke, wenn man die Prozesse verfolgt, die Mechanismen, wenn man da sieht, wie die Leute für dumm verkauft werden. Ja, das ist Manipulation. Das ist eine ganz unwahrscheinliche, durchstudierte und durchexerzierte Manipulation von der Bevölkerung. Da ist ja der Wert von Popper. Der sagt, falsifizieren, kritisch hinterfragen. Genau. Nicht glauben, keiner an Autorität, einfach glauben, sondern... Ja. Gut, jetzt sind wir natürlich tatsächlich gesellschaftlich noch nicht sehr weit, oder? Mit dem Falsifizieren, meinst du? Ja, das ist... Die Informationen, die wir haben, sind eben auch... Und auch die Medien spielen da auch eine schlechte Rolle, eigentlich. Weil es ist... Also ich habe das jetzt einfach persönlich auch erlebt in letzter Zeit. Wahrheit ist kein Wert, sondern es muss irgendwo nach etwas Wahnsinnigem, man muss besonders tönen, spielt dann keine Rolle, ob es stimmt oder nicht. Eben, man kann einfach irgendetwas behaupten. Ich kann jetzt einfach irgendwie behaupten, du bist weiss nicht was für ein Typ, oder? Und dann ist es einfach mal platziert, oder? Und dann schreiben die Medien drüber und dann gehen alle davon aus, das stimmt jetzt so. Also sonst würden die das nicht schreiben und das ist eben genau komplett umgekehrt. Und dann gehen alle Medien auf den gleichen Ursprung zurück. Ja. Und Recherchen ist nicht und quasi verschiedene Meinungen sind auch nicht gefördert im Grunde genommen. Und die will man auch nicht haben. Da blicke ich einfach nicht durch, was da für Interessen rum sind. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwo, es,
blick ja, ich kann effektiv sagen, ich blick nicht durch. Wir können den Faden nochmal aufnehmen. Ja. Dann können wir beim zweiten Blatt weitermachen. Ist auch sehr stark jetzt in eine, also das alte Ideal, um das es halt geht, wenn man, das, da hat Karl Popper mal so ein bisschen wie so eine Zusammenfassung gemacht, ist auch extrem, aber eben, damit es klar ist, worum es geht, wenn man das durchliest, dann fällt einem auf, dass es vor allen Dingen in dem, im Bereich der Religion so ist. Also Beispiele zum alten Ideal, in wissenschaftlichen Disziplinen, Religion, Interessengruppen, Politik oder auch persönlichen, gibt es diese alten Ideale noch. Also er beschreibt das, muss man jetzt vielleicht weit nehmen, in allen Zivilisationen gibt es Schulen, meist gegründet von einer geistig starken oder machtvollen Persönlichkeit. Diese Schulen machen es sich zur Aufgabe, die Lehre rein und unverfälscht weiterzugeben. Die Tradition soll unversehrt an die nächste Generation vermittelt werden. Neue Ideen werden nicht zugelassen, da sie als Spaltung, Irrlehre oder Häresie aufgefasst werden. Und in der Regel behauptet der Heretiker, seine Ansicht sei die eigentlich vom Gründer gemeinte. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, wir haben ja das Salafisten, da ist ja auch irgendwas am Laufen vom Mark. Salafisten, Salafi heißt die Vorväter. Und die Salafisten orientieren sich geistig an der ersten und zweiten Generation Mohammed. Also unmittelbar an der Familie. Also an einem ganz streng gerafften, konservativen Bild. Und das ist so das Pendant, wenn man es jetzt zeitlich nimmt, nicht inhaltlich, aber zeitlich wäre zum Beispiel das Verlangen der Christen nach dem Urchristentum, also möglichst nah am Stifter, an der Hauptquelle zu sitzen. Obwohl das ja gar nicht geht, der Zeitabstand ist zu groß. Trotzdem projiziert man sich immer nah an die Quelle. Das ist so eine Aussage davon. Genau. Er bezieht sich selbst auf den Meister oder Stifter, um seine These mit Autorität untermauern zu können. Also eben auch immer muss die Autorität muss das bestätigen. Schon Isaac Newton hat gesagt, bla bla bla, und damit bekommt meine Aussage wieder Gewicht. Dass ich eine neue Erkenntnis vielleicht einbringe, von mir als Person, das wird kaum zur Kenntnis genommen. Also man benutzt immer eine machtvolle Person hinter sich, ein Autor, ein Wissenschaftler, also immer, um sein Ding zu untermauern, damit das eigene Wort Gewicht bekommt. Der Blocher-Text. Was denn? Der Blocher-Text. Ja, genau. Das sind im Geschäftsleben Sekretärinnen, Weltmeisterinnen. Ah ja. Wenn die etwas selber über die Tür bringen, dann sagen sie immer, der Chef hat gesagt. Chef hat den Namen. Genau. Ja. Gerne noch ein bisschen. Das haben sie ja auch so gut. Ja. Ganz. Wenn sie immer recht gehabt haben, haben sie. Sie müssen aber jetzt umlernen. Ja, aber sie haben auch eine Überlassung in Zeit. Für mich ist es dass da keine andere Frage. Ich auch. Veränderungen von Lehrmeinungen verlaufen deshalb meist im Verborgenen, im inoffiziellen Raum in Subgruppen ab, sofern das gelingt. Oder es wird eine neue Schule gegründet oder der Neuerer verlässt die Institution. An einer solchen Schule kann es selbstverständlich keine Diskussionen geben. Es gibt nur Auseinandersetzungen mit Abtrünnigen oder anderen Schulen. Statt Diskurs steht Rivalität. Und der Gründer selbst wird auch nicht kritisch untersucht. Und das ist also so ein plakatives Beispiel, also für mich für Religion. Aber eben, das sind so Strukturen, die sind in uns, in den Menschen wohl sehr stark drin. Was eigentlich dort erstaunlich ist, also zu dem Thema Islam, die haben ja von Anfang an haben sie den Split zwischen den Sunniten und den Schiiten schon gehabt. Also die Alawiten, die dann sich aufgewebt haben. Was ist das? Der Cousin auf der Ali beziehend. Und also der Krieg ist, und das nicht, ich meine, das ist der Dumme, hat man ja das auch sich mal gehabt, man hat es wahrscheinlich immer noch jetzt. Aber dass man da nicht auf den ganz einfachen Schluss kommt, dass man sagt, da gibt es verschiedene Meinungen. Interessant. Das ist damals genau. Eine Machtfrage. Eine tolerante Religion. Ja, also
Ja, schwierig. Also jetzt bin ich in Bali und da gibt es einen hinduistischen Buddhismus. Und da finde ich, ja, es eben, wo ist Struktur und wo ist quasi der Geist? Mehr Götterei ist im Prinzip ein bisschen flexibler als Monotheismus. Oder? Ja. Monotheismus ist immer eins oder null. Und ich schreibe nicht um das wahre Eins, oder? Aber es schleicht sich halt immer wieder ein, das ist wahnsinnig. Oder? Das ist, ich weiß nicht, was das ist, warum das da die Menschheit in einem grossen Maß nicht über das Hindernis auskommt. Ich glaube, weil ein Wort haben gibt Gewissheit, gibt Halt. Und etwas haben, das sich immer bewegt und das ständig sich verändern kann, da braucht es sehr viel Selbstbewusstsein, dass man sich in so einer Situation noch zurechtfinden. Ja, aber also, wenn ich mich doch irgendwie jahrelang beschäftige mit irgendeiner Religion oder Meditation oder Philosophie, also irgendwann einmal sollte es doch mir auch die 20er runterfallen und merken, hey, ich weiss es doch einfach nicht. Vielleicht kommst du eben zum Schluss, dass nach jahrelangem Studienzeit aber jetzt weiss das. Ja, vielleicht willst du es wissen, weil sonst schießt es dich an, dass du jetzt dein Leben verbracht hast mit dir. Gibst es nicht mehr zu. Ich meine, was macht so die Koranschulen oder auch die jüdischen Schulen? Die machen und anders wieder ihres Startsystem weitervermitteln. Das sind keine Diskussionen. In so einer Koranschule. Koranschule, ja, ist das doch kein Diskurs, sondern das rezitieren. Ich habe letztens mit jemandem, der im Konfuzianismus gross geworden ist, geredet und der hat auch sehr grosse Zweifel, aber er sagt, jetzt geht das schon so lange, es können sich doch nicht alle die Generationen Nein, die Doschen nicht, aber sie haben es auch nicht wirklich. Es hat auch immer einige gehabt, die es erkannt haben oder die nicht mitmachen. Ja, fragen Sie doch einfach, ja, haben die alle zusammen ein Ding gehabt, ein Smartphone? Oder die auch andere Generationen? Zum Beispiel, das wäre eine sehr konkrete Gegenfrage. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort ist auf die Frage, die du gestellt hast. Oder ich habe jetzt auch gerade ein Sendung, seit 20 oder so selten gehabt. Das vor 5000. Ich kann mich schon fragen, ob der einfache Mechanismus von Religionen und so, also alle sind marschieren nach welchem Mechanismus, es gibt praktisch keine Ausnahmen. Aber ich frage mich, könnte das sein, dass bei der Evolution, also bei der Menschwerdung, im mythischen Sinn, dass dort eigentlich eine Phase war, die zentral war, und diese Phase hat sich immer wieder repetiert, und so, das ist die Fragen, die sich ergeben, woher kommen wir, warum sterben wir, wo tun wir nichts begangen, das passiert mir das. Das kann ich in der Entwicklung sagen, ich bin nie neben dem Tod dazu gewesen, vor allem wenn es in der warmen Gegend ist. Und dann glaube ich, dass die Tatsache, dass alle zusammen hier am Lebensanfang ein weitgehend gleichlautende Erklärungs Stand haben. Right, ja. Alle wieder auf die gleichen Dinge. Aber wenn ich nur den Steg vom Monotheismus, der ist heute weitgehend, ist der durchschaubar. Und ich denke auch, wenn man die Weltgeschichte heute anschaut, wie das abläuft, das sind die Urinstinkte, wo da im frühesten Menschen nur von zwischen 9 und 12 sind die gekommen, wo es wirklich um die zentralen Fragen geht. Die haben alles selber nicht lesen und geschrieben. Das ist alles so. Religionen stärken das Gruppenzusammengehörigkeit und rechtfertigen diese Gruppe gegeneinander. Und dass man Geister sieht und dass ein Schleuling Klima gespürt, wenn er mit den Geistern kann, wenn er allein geht, dann kann man Geld verdienen damit. Ja. Und die Mechanismen, die sind alle gleich. Ja, da spielen natürlich viele Sachen mit Gruppendruck. Dann ist man entweder dabei oder man ist nicht dabei. Oder,
Aber es ist wirklich so, also ich war letztes Dezember in Jerusalem und habe dort Kontakt gehabt, sowohl mit einem Sufi auf der palästinensischen Seite als mit Juden, wo ich dann auch wohnen konnte in der Wohnung. Und das ist extrem. Also das ist so, von Anfang an ist das einfach auseinander. Da hat man das Gefühl, es gibt keine Lösung. Auch bei den Sufis? Ja. Auch bei den Sufis. Eher mystisch orientieren. Ja. So. Also dort ist natürlich, solange dass es eine Art in einer spirituellen Ebene ist, ist es alles gut. Aber dann ist es mal, ist es dann persönlich. Und dann sind die Menschen persönlich betroffen von der Situation. Und dann kommt Kritik, und dann kommt Enttäuschung, und dann kommt Vorwurf. Und es ist wahnsinnig. Und wer macht den ersten Schritt? Also schlussendlich Muslime sagen, Israel darf es gar nicht geben. Das ist wirklich die Basis vom Ganzen. Und es existiert jetzt einfach schon seit 70 Jahren. Und es wird, also die werden alles machen, dass das einfach weiterhin so funktioniert. Also es gibt keine Lösung. Und dann arrangiert man sich einfach im Alltag so. Aber einfach dass man dort nicht einfach mal sagen kann, okay, jetzt ist das Tatsache, ich akzeptiere jetzt, dass das Israel besteht, aber jetzt habe ich auch noch meine Vorstellungen und jetzt müssen die sich auch ein bisschen bewegen. Das ist wirklich krass. Also das hat mich wirklich schockiert. Auch hilflos gemacht. Also ich habe auch gedacht, hier bei Popper, als ich das gelesen habe, so mit den Prinzipien des Dialogs, ich habe es genossen. Auf der einen Seite ist mir Wunder, ist eine Art Schönheit drin und habe gedacht, leck mir am Arsch. Wo kommt das mal greifen? Man ist ja fast froh, wenn man seinen eigenen Schreibtisch aufgeräumt bekommt. Und dann ist das dann die Forderung. Ne? Und dann, ja, aber es ist wirklich sehr schwierig. Dazu kommt, dass genau in der Situation die junge Generation in so einem Hass Welt hineinkommt. Die kommen gerne nicht in eine tolerante Welt, sondern die kommen schon in eine, so eine Hasswelt hinein. Die werden schon mit der Muttermilch trinken, die schon die Aggression gegen die Palästinenser, je nachdem, oder gegen Juden oder umgekehrt. Kommt gar nicht drauf an. Das ist ganz extrem schwierig, das muss man tiefer zu kriegen. Wenn du siehst, wie heute Hass. Ich habe so viele Gespräche, und ich habe mit Bekannten oder Kollegen, habe ich gesagt, hören wir mal auf, über diesen Dienst diskutieren, dort wollen die Oberspitze. Dort wollen nur zulassen wie andere, zum Beispiel an einer Arena oder an so einer Veranstaltung. Das sind alles zivilisierte Menschen, aber wenn man denen zulässt und wenn man den Hass hört, dann kann ich gut werden. Und das mit den Muslimen teilen dann auch so. Hass ist das absolute Zentrum. Und dort lässt auch niemand dem anderen zu, bei der Arena. Ja, das entschlagen jeden Tag. Das ist unglaublich. Nein, das habe ich jetzt. Ich habe noch einen anderen geschrieben, da. Wie heißt er da, der Moderator? Breuer. Hä? Breuer, ja. Ich habe ihn nicht gefunden, ich habe das Ding nicht ausgehalten. Der Blocher einfach immer reingeschnurrt. Ich habe ihn gefunden. Also so ein Redakteur müsste den eigentlich mal raus. Sie wirklich, mal, jetzt aus. Ist mal stumpf. So muss das laufen. So, jetzt die letzte Verwarnung und zum genau so. Raus. Oder genau. Und warum tut die schweizerische Intelligenz ja nie mal aufstehen? Das sind nur 200 Schriftsteller oder so. Und wo klipp und klar sagen, was das ist, wenn er was Blocher macht. Die sind sich aber alle da. Ja, das ist sein Hund. Der kann wirklich den letzten guten Stuss zu tun. Der ist irgendwie. Weißt du, ich werde den selbst begegnen. Weitere Zusammenfassung von dem Gespräch jetzt. Also, die Wertschätzung der kritischen Diskussion hat auch eine menschliche Seite. Selbstverständlich weiß der Rationalist sehr wohl, dass sich die menschlichen Beziehungen nicht in einer kritischen Diskussion erschöpfen. Er weiß im Gegenteil, dass eine rationale, kritische Diskussion zu den Seltenheiten unseres Lebens gehört.
Ich bitte Sie, meine Formulierungen als Vorschläge zu betrachten. Sie sollen zeigen, dass man auch im ethischen Gebiet diskutierbare und verbesserbare Vorschläge machen kann. Der nächste Punkt mit den Beobachtungen, mit den Fehlern, das ist das, was ich Ihnen erzählt habe, so von mir her eben mit Zirsfall, mit Umgang mit Fehlern, das ist auch nicht aus dem Buch. Wo sind wir jetzt? Zweites Jahr. Wir haben immer noch zweites Jahr. Und auf der dritten Seite kommt, da steht unten ergänzende Aussagen Karl Poppers zur Philosophie. Und das ist auch hier drin. Da wird mal beschrieben, er hat von sich geschrieben, wie er Philosophie nicht sieht. Und ich habe jetzt einfach diese Sätze hier so reingeballert, die sind auch hier drin ohne Kommentar drin. Ich habe sie einfach mal aufgezählt, weil ja auch vielleicht diese Negativaussagen etwas über Karl Popper aussagen. Karl Popper, eben zur Philosophie, wie er sie nicht sieht, ist Aufgabe der Philosophie, ist nicht das Auflösen von Missverständnissen. Steht einfach mal so da. Ich halte Philosophie nicht für eine Galaxie von Kunstwerken oder klugen, ungewöhnlichen Weltbeschreibungen oder verblüffenden, originellen Weltbildern. Ich betrachte Philosophie nicht als eine Geschichte von intellektuellen Bauwerken, an denen alle möglichen Ideen ausprobiert werden und in denen Wahrheit vielleicht als ein Nebenprodukt zum Vorschein kommt. Ich halte Philosophie nicht für einen Versuch zur Analyse oder Explikation von Begriffen, Worten oder Sprachen. Philosophie ist kein Mittel, um zu zeigen, wie gescheit man ist. Philosophie ist keine intellektuelle Therapie, wie Wittgenstein, oder eine Tätigkeit, mit der man Menschen aus ihrer philosophischen Verwirrung befreit. Philosophie ist nicht das Bemühen, sich präziser oder exakter auszudrücken. Präzision und Exaktheit sind keine intellektuellen Werte an sich und wir sollten uns auch nicht genauer ausdrücken, als es die Situation erfordert. Also das war eben auch jemand anders, hat mich Peter letztes Mal drauf gebracht. Er hat so eine Art, du hast mir so eine Übersetzung gezeigt, wo irgendwie, ich glaube, wen hast du das genannt als Philosophen? Habermas. Oh. Schreibt irgendeinen Satz, Batsch, und Popper macht daneben einen Kommentar. Also Popper war auch bemüht um eine einfache, verständliche Sprache. Es gibt so auch in der Politik so die Tendenz, eben Schachtelsätze mit vielen Fremdworten zu machen, damit Menschen das nicht genau begreifen und von vornherein das Gefühl bekommen, das kann ich gar nicht. Die werden auch Abstand halten. Und Karl Popper, deswegen auch alle Menschen sind Philosophen, ihm lag immer daran, dass jeder das verstehen kann, was in der Aussage drin vorkommt. Genau. Daher halte ich Philosophie nicht für das Bemühen, Grundlagen oder begriffliche Rahmen für das Lösen von Problemen zu liefern. Das ist vielleicht auch seine Lehre aus den Versprechungen von anderen Philosophen. Philosophie ist auch nicht der Ausdruck eines Zeitgeistes, das ist eine hegelische Idee, die der Kritik nicht standhält. Ja, und dann eben die letzte Seite, das sind dann die Kritikpunkte am kritischen Nationalismus.